beschädigt. Komm schon. Komm schon! Bleibt stehen, aufgefallen. Schubsteuerung beschädigt. Oh mein Gott! Ernstes Treibstoffleck im Auslieger. Annäherungsalarm. Annäherungsalarm. Gefahr. Annäherungsalarm. Gefahr. Annäherungsalarm. So. Ist dort ja letzte Level. Jetzt müsst ihr euch mal die Gänge reinziehen, man kommt sich voll winzig vor. Und das hat sie, es hat auch einen logischen Grund, wenn man überlegt, dass hier die Monster rumlaufen und wenn man nachher sieht, wie groß die sind. Die spazieren hier so lange rum. Man ist jetzt hier ja im Mutterschiff. Das, wo man vorher gesehen hat, bei der Cutscene, wo es die Erde vernichtet hat. Es gibt ja eigentlich nur einen richtigen Weg, aber ich zeige euch noch was. Das müsste hier sein, glaube ich, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, falls ihr es erkennt, davor, als ich gegessen wurde, das ist der Raum, wo man dann, ja, tot ist. Naja, wenn man das Spiel neu spielt, dann kennt man den Raum in- und auswendig, weil man echt oft verreckt. So, es gibt hier nur diese eine Kreuzung und es gibt insgesamt nur zwei Räume, in die man gehen kann, beziehungsweise drei, da wo man herkommt, da wo ich gerade war und da wo man hin muss. Und der andere Weg ist eine Sackgasse, da kommt man dann einfach nicht vorbei. Von dem her. Und ich denke mal, das ist hier, wo man hin muss, genau. Gut, ich bin nicht in die Sackgasse gerannt. So. Die Musik im Hintergrund ist voll toll irgendwie. So klassische Endgegner-Mucke eben. Und ein bisschen so was von Space-mäßig, so Weltraumabenteuermäßig irgendwie. Ups. Das war ein Freeschlag für ihn. Weil ich zu blöd war, um den Schild aufrecht zu erhalten. Ja. Ah.
doch, sagte er zu sich selbst und war verzweifelt. Okay, wenn der unbedingt da nach hinten gehen will, soll er halt. Man kann ihm auch folgen, wenn man will. Der Vorteil ist natürlich dann ist man dem, wo man treffen muss, wieder näher dran. Aber natürlich schlägt er ihn dann auch. Ja, der Kampf gegen das Viech ist lang und ermüdend. Ah, nein. Ich hoffe, ich habe nicht versehentlich auf Folgen gedrückt. Doch, habe ich. Ja, ich bin einfach mal so gemein und gehe einfach wieder zurück. Ja, damit hätte er nicht gerechnet. Er ist sichtlich verwirrt. Blöderweise wackelt er da natürlich extremst mit dem Kopf. Aha, aber getroffen habe ich ihn. So, ich weiß ja nicht, aber den Schild, den wir haben, der muss extremst gut sein. Man belegt so ein riesen Viech mit einer Klinge, die größer ist als man selbst, und der Schild schützt dich. Oh, ich habe wahrscheinlich wieder auf Folgen gedrückt. Ja. Aha. Wenn ich das Monster wäre, ich würde den Typ einfach zertreten. Naja, aber ist ja egal. Sonst wäre das Spiel ja unschaffbar. Wenn das Ding einen einfach mal kurz zu Matsch trampeln würde. Ein nicht ganz allzu netter Zeitgenosse. Jetzt spring auf das Fließband. Denn es will dich essen. Und wenn du nicht als Monster-Snack enden willst... So, jetzt ist wieder hier typisch auf Zeit. Ich muss die Augen zweimal erwischen. Einmal, komm schon. Ich habe die Bombe benutzt. Ich wäre jetzt gerade gestorben gleich. Das ist so der typische Aufnahmefaktor. So, wenn man am Let's Playen ist, dann schafft man nichts, dann kann man nichts, dann geht nichts. Das ist einfach so. Man muss sich damit abfinden. So, jetzt muss ich das nochmal machen. Jetzt muss ich ihn aber viermal in die Augen treffen. Wenigstens sind wir nicht mehr auf so einem wackeligen Fließband. Mies ist natürlich. Er kommt näher und die Augen sind natürlich noch untreffbar, also.
nochmal. Machen wir das einfach so, bevor ich noch sterbe. So, und jetzt steht uns natürlich noch ein echt heftiger Kampf bevor. Jetzt wird's nochmal richtig schön derb. Jetzt hat sich das Ding halt ein bisschen ausgerüstet, so ein ganz klein wenig. Dürfen wir gegen unser Monster kämpfen. Hier muss man sich auch übrigens immer mit dem Viech mitbewegen. Wenn man das nicht macht, dann schießt er einen einfach von da hinten ab, ohne dass du irgendwas machen kannst. So, du kannst gar nichts machen. Dann kannst du natürlich, getroffen werden. Das ist das Einzige, was du noch kannst. Was? Der schießt nochmal so? Wow. Ich dachte, ich würde sein Muster kennen schon. Oh Gott, voll gefailt. Jetzt verkriecht er sich da hinten. Ihr seht, das ist ein recht knapper Kampf, 70 zu 73 hier so. Guck mal hier, der trollt mich hier voll. So ein Troll. Ich habe ja noch eine letzte Bombe, die werde ich auch einsetzen. Mach mal das schon mal, dann sieht's hier. Dann sieht die Differenz wieder schöner aus. Naja, übrigens hier, wenn das da manchmal dann steht, dass er auf einmal 100 irgendwas HP hätte, ist es nur eine Fail-Meldung. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Bug, so kann sein. Bin ich mir aber auch nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist es auch nur, um den Spieler zu ärgern noch so. Er wird langsam, aber sicher
schwächer. Naja, eigentlich ja nicht. Der verhält sich ja die ganze Zeit gleich. Aber er wird langsam, aber sicher immer näher dem Tod. Wenn ich ihn treffen würde. Komm schon, komm schon. Die Musik im Hintergrund ist auch voll witzig. Jetzt trollt er mich schon wieder, ey. Ja, wahrscheinlich trollt er gleich wieder und geht einfach wieder. Es war so klar, es war so klar. Naja, solange er trollt, erwische ich ihn immerhin ein paar Mal, immer mal wieder. Komm, lauf doch. Der hatte gerade keine Lust zu laufen. Der ist genauso faul wie ich, der Typ, den ich hier gerade spiele. Nur noch 13 hat das Mistviech. Der Kampf dauert auch lange genug, muss man sagen. Warte mal, was geht denn jetzt ab? Dieses Cheaterviech. Egal, jetzt hole ich ihn mir. Jetzt habe ich ihn. Bäm. Boing. Programm abgeschlossen. Sprache stimmt überein. Angiomorph-Kontrolle. Terraform-Programm läuft. Bitte bestätigen Sie Zielkoordinaten. Zielkoordinaten bestätigt. So. Anflug beginnt. Für die, wo das jetzt vielleicht noch nicht wissen, in dem Spiel geht es ja darum, dass man eine zweite Erde suchen muss und so. Und ja, das macht er jetzt so mit dem Raumschiff und so. Also, weil das ist ja irgendwie, das Spiel spielt so weit in der Zukunft, dass die Erde maßlos überbevölkert ist und da einfach kein Platz mehr ist und so. Und jetzt hier macht man hier sozusagen eine zweite Erde damit, mit diesem Terraform-Programm. Guck, hier, schön, Wälder, Wiesen. Wasser, Seen und so. Das typische Zeug, was man halt auf dem Planeten hat. Und alle sind glücklich und zufrieden. Außer die Aliens. Die sind es nicht. Programm abgeschlossen. So, das waren die Statistiken nochmal.
Das sind die Credits. Tja, also dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play. Gespielt habe ich das Spiel per DOSBox. Mal, das Spiel ist, glaub, schon so alt, dass es nicht mal unter Windows 95 läuft. Also, soweit ich weiß. Ich glaube, wenn man das damals versucht hat, in Windows 95 zu öffnen, kam die Meldung, dass man das in DOS öffnen kann oder irgendwie, dass es kein Win-Programm ist. Oder ich glaube, in Win 3.1 ging es noch, aber in Windows 95 noch nicht. Aber mit der DOS-Box kriegt er das zum Laufen, auch unter 64-Bit. Also, ich meine, ich schaff's ja gerade auch, also müsstet ihr das auch hinbekommen, falls ihr das wollt. Ihr braucht natürlich die CDs dafür. Denn das Spiel, ich meine, ich besitze es ja richtig. Ist nicht irgendwie von irgendwo geladen oder so. Das ist mein Spiel, schon seit ewig langer Zeit. Hier, die Credits sind gar nicht mal so lang. Also dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play. Also, man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Let's Play wieder.